Lidiana Bandit mit Regulator. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR200. Weiter auch HW100 Bullpupper. Eher Gandhi Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Eigentlich wollte ich es erst morgen drehen, aber ich habe jetzt so einen Bock drauf gehabt. Deswegen drehe ich es schon heute. Ich zeige euch die Diana Bandit mit Regulator. Die treuen Zuschauer unter euch, die haben bestimmt schon mein Review über die Diana Bandit gesehen. Damals die unregulierte Version. Es ist eine Pistole, die sehr, sehr gut draußen am Markt ankommt. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich wegen der Pistole schon beraten habe oder diese empfohlen habe. Jetzt gibt es das Ganze noch mit Regulator. Wir werden da heute natürlich mal einen Chronitest machen und schauen uns mal die Konstanz der Pistole dann an. Und dann werden wir natürlich noch eine Runde schießen. Ich erzähle euch eine ganze Menge über das Schießverhalten und über das Schießvergnügen, das ich damit habe. Ja, nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten zur Bandit. 51 cm lang, knapp über einem Kilo. Es ist ein Schalldämpfer im Lieferumfang dabei. Es ist ein Einzelschussadapter im Lieferumfang dabei. Es ist ein 9-Schuss-Trommelmagazin im Lieferumfang dabei. Ihr könnt die Pistole über eine offene Visierung schießen. Hier vorne habt ihr das Korn, hier hinten dran habt ihr eine voll einstellbare Kimme. Da ich nicht so der gute Pistolenschütze bin, werde ich heute mal versuchen, mit einem Reflexvisier die maximale Präzision aus der Pistole rauszuholen. Natürlich schießt man die im Normalfall nicht aufgelegt, sondern einfach, offhand, beziehungsweise halt einfach freistehend sozusagen. Die Pistole arbeitet mit einem Druck von bis zu 200 Bar. Wir haben hier eine 50 Kubikzentimeter Kartusche. Hier vorne seht ihr ein Manometer dran. Da könnt ihr den Druck eben überprüfen. Der Matchgriff ist aus Buchenholz. Der liegt bei Handschuhgröße 10 sehr gut in der Hand. Und wir haben als Abzug den Diana Improved Trigger. Ich habe den schon öfter euch gezeigt oder hatte den schon öfter in verschiedenen Pistolen. Mit dem komme ich echt ganz gut klar. Dieser hat eine Abzugssicherung, das heißt eine manuelle Sicherung. Wenn ihr die Sicherung reinmacht, dann kann man eben nicht feuern. Deaktiviert ihr die Sicherung, könnt ihr so lange schießen, bis ihr sie manuell wieder aktiviert. An der Seite seht ihr den Repetierhebel. Dieser ist gummiert, dass einfach die Griffigkeit noch besser ist. Ja, im Normalfall schieße ich ja immer mit Einzelschussadapter. Heute werde ich tatsächlich mit 9-Schuss Trommelmagazin schießen. Das funktioniert mit den Qingyang Diabolos, die ich jetzt dann für den Schusstest verwende, einfach hervorragend. Da hakelt nichts. Das ist ja meistens das, was mir nicht so gut gefällt, dass es beim Repetieren ein bisschen hakelt. Das gefällt mir dann nicht so. Deswegen nehme ich immer den Einzelschussadapter beziehungsweise diese federvorgespannten Magazine. Wenn die Diabolos zu weich sind, habe ich immer so das Gefühl, dass das erste Diabolo der Kelch ein bisschen gequetscht wird. Mit den Qingyang Diabolos passiert es nicht. Das ist ein etwas festeres Blei und aus dem Grund werde ich das Magazin verwenden, weil es dann natürlich noch ein bisschen komfortabler ist, als mit dem Einzelschussadapter zu schießen. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt, interessiert auch keinen, wir wollen schießen. Also ab rüber zum Schießtisch, viel Spaß Leute. So, wir sind beim Chronitest angekommen mit der Diana Bandit. Ich zeige euch gerade, wie man das Magazin lädt. Ihr haltet das Magazin fest, dreht die Plexiglasscheibe gegen den Uhrzeigersinn. Spannt somit die Feder vor. Das erste Diabolo kommt mit Kelch zuerst von unten rein. Automatisch hält sich dadurch dieser Federmechanismus. Ihr dreht das Magazin um und ab jetzt mit Kopf zuerst einfach hier in die einzelnen Kammern die Diabolos reinschmeißen. Geht recht gut von der Hand. So, einmal drehen. Okay, dann nehmen wir die Pistole. Ich schiebe das Magazin rein, repetiere einmal zurück. Wir machen den Chronitest. Machen wir mal einen neuen String. So, wir machen 9 Schuss und gucken mal die Konstanz und die Leistung der Pistole an. Viel Spaß, Leute.
Müsste der vorletzte sein. Ah, das war der letzte schon. Okay. Also, ich habe gesehen, das Repetieren ging zügig durch. Ich konnte fast schnell Feuer machen. Also schauen wir uns mal an. Wir haben 9 Schuss gemacht. Höchste 148, niedrigste 142 Meter, im Schnitt 145 Meter die Sekunde. Das waren circa 5,6 Joule im Schnitt. Eine Streuung von 6 Meter, Standardabweichung vom Mittelwert 1,7 Meter die Sekunde. Wenn ihr auf eine Distanz von 10 bis 15 Meter mit der Pistole schießt, reicht zum einen die Power locker aus und zum anderen werdet ihr die Streuung, also die Abweichung vom Mittelwert, nicht im Trefferbild merken. Das heißt, ihr werdet keinen Wandern des Trefferpunkts haben. Jetzt schauen wir natürlich aber, wie präzise die Pistole ist und schießen eine Runde. Viel Spaß, Leute! Also gut, dann laden wir das Magazin wieder. Wie gesagt, einmal gegen den Uhrzeigersinn die Plexiglasscheibe, Kelch zuerst reinplumpsen lassen, dann hält es automatisch und dann die anderen 8 mit Kopf zuerst, jetzt habe ich es richtig gesagt, oben durch die Plexiglasscheibe durchfallen lassen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die Kartuschengröße angeht. In der Bedienungsanleitung steht 50 Milliliter. Auf den Websites habe ich 30 Milliliter gelesen. Hab da einen ungefähren Wert. So, also ich bescheiß natürlich ein bisschen. Ich lege mir das so hin, dass ich jetzt auch wirklich präzise treffe. Natürlich wird niemand so Pistole schießen, aber ihr wollt ja nicht meine schlechten Künste sehen, sondern ihr wollt ja wissen, was die Pistole kann. Also gut, los geht's. Diana Bandit reguliert. Ab die Post. Prellschlag hat die Waffe natürlich keinen. Der Abzug hat einen leichten, kurzen Vorweg und dann einen ganz klaren Druckpunkt. Lässt sich aber echt super schießen. Ich erkenne von hier aus nicht, wie gut ich treffe. Da habt ihr mir gerade einen Vorteil. Weil ich euch die zweite Kamera so hingestellt habe, dass ihr natürlich das dann richtig schön erkennen könnt. Okay, das waren die ersten 9 Schuss. Ich schaue jetzt mal gerade. Ja, wir sind auf 120 Bar runtergedroppt, haben jetzt 18 Schuss gemacht. Ich hatte sie zuvor auf 200 Bar geladen. Nur, dass wir mal so ein bisschen, eine Info haben, wie weit denn die Kartusche reicht. Wir machen einfach mal das nächste Magazin. Also mich wundert es nicht, dass die Pistole so beliebt ist bei den Schützen draußen. Das komplette Set, also mit Einzelschussadapter, montierten Schalldämpfer, 9 Schuss Trommelmagazin, natürlich mit Füllstück und dieser Tasche, die ihr vorhin gesehen habt, mit der ihr die Waffe auch transportieren könnt. Die hat auch 2 Reißverschlüsse, dass ihr da ein Schlösschen durchmachen könnt, dass ihr beim Transport legal bleibt. Und das Ganze bekommt ihr für 190 Euro. Das ist schon echt eine Kampfansage. Ist aus der Diana Action Line. Die Action Line wird in Fernost produziert. Das Repetieren geht wirklich hundertprozentig gut. Nicht ein Hakler bis jetzt gehabt, weder beim Vorbereiten noch hier beim Schießen, dass es mir irgendwie ein bisschen rüttelt oder so. Das Abzugsgewicht schätze ich auf ungefähr 1 Kilogramm. Ich glaube, die gehen alle schon ungefähr in die gleiche Richtung. So, jetzt machen wir mal dieses Magazin noch fertig.
Okay, das Magazin ist fertig. Ich entnehme das gerade mal, schaue mir den Kartuschendruck nochmal an. Wir sind jetzt bei 80 bis 90 Bar Kartuschendruck. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich die Kartusche wieder mit Luft füllen würde. Einfach, dass wir eine hervorragende Konstanz haben. Das heißt, für drei Magazine reicht euch die Kartusche. Wenn ihr natürlich eine Pumpe verwendet, ich bescheiße jetzt ein bisschen, nehme einen Kompressor, bin ich gleich fertig. Aber auch mit einer Pumpe ist es keine Quälerei. Die Kartusche ist wirklich nicht groß. Dann macht er, keine Ahnung, 20, 30 Pumpenhübe und dann ist die Pistole wieder voll. Also jetzt nicht wirklich ein Act. Okay, wir gucken uns das Ergebnis mal an. Ich lade noch mal ein bisschen Luft rein und dann schießen wir noch eine Runde. So, mit dem Kompressor sind es wirklich ein paar Sekunden, hätte ich fast gesagt. Geht es wirklich ratzfatz. Machen wir noch ein Magazin voll und strengen uns noch mal richtig an. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Pistole für Schützen, die jetzt am Überlegen sind, vielleicht in den 10-Meter-Sport einzusteigen und jetzt nicht wissen, ob das ihr Sport ist, dass für diese Leute diese Pistole wirklich gut geeignet ist, einfach mal um die ersten Gehversuche zu machen, beziehungsweise natürlich für alle Blinkerfreunde da draußen, für die ist diese Pistole natürlich die Wahl Nummer 1. Also, nächste Runde, viel Spaß! Ich streng mich jetzt noch mal richtig an. Es ist natürlich auch wichtig, dass ihr den Abzug immer mit der Mitte des letzten Fingerglieds schön gerade nach hinten zieht, dass ihr den immer gleich nehmt. Denn sonst kann es euch passieren, dass ihr seitlich verreist, entweder nach links oder rechts. Ja, man sieht von hier, dass die eigentlich alle recht nah beieinander sind. Wurde ein relativ großes Loch, so wie es von hier ausschaut. Oh, ich glaube, dann habe ich ein wenig verhunzt. Da habe ich ein wenig gewackelt. Ja, es ist natürlich nicht optimal, wie ich schieße, ist klar. Ein 10-Meter-Schütze, der wird sich jetzt hinstellen, irgendwie so, und würde die Dinger da auf kleinsten Punkt reinsetzen. Okay, das waren die 9 Schuss. Wir schauen uns das Ergebnis nochmal aus der Nähe an. Ja, jetzt will ich aber niemanden lästern hören, oder? Also bitte, das sind 2 cm. Ihr habt es gerade gesehen. Mit meinem Streukreismesser 2 cm auf 11 Meter Entfernung. Und ich bin wirklich nicht der beste Pistolenschütze. Also wer die Pistole hat und einfach mal ein paar Monate damit trainiert, der kann da wirklich herausragende Ergebnisse hinbekommen. 190 Euro inklusive Schalldämpfer, Einzelschussadapter, dass ihr theoretisch sogar Wettkämpfe schießen könntet bei euch im Schützenverein. Ich weiß nicht, ob ihr da mit Magazin schießen dürftet, ist aber auch egal, weil zu Hause könnt ihr mit dem Magazin trainieren. Die Leistung von 5,5 Joule reichen locker für 15, vielleicht sogar 20 Meter Entfernung, um da wirklich gute Ergebnisse hinzubekommen. Fürs 10-Meter-Schießen und für den Dachboden oder für den Keller reicht es allemal. Ich bin für den Preis absolut begeistert. Kann man absolut nichts sagen. Der Griff liegt super in der Hand, Handschuhgröße 10. Ich denke, plus minus eine Größe ist er einfach perfekt. Das Repetieren geht echt klasse hier mit dem gummierten Griff. Und ihr braucht ja nicht mal das Reflexvisier. Im Normalfall schießt ihr eh über Kimme und Korn. Und dann habt ihr da wirklich nicht allzu viel investiert. Kauft euch einfach eine Pumpe dazu für alle, die keinen Kompressor haben. Denn diese 30 bzw. 50 Kubik Kartusche, sagt mir, wenn das genau wisst, die ist da wirklich ratzfatz aufgefüllt. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Video. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ciao, servus, sagt der Gandhi.